GmbH und darf unseren laufenden Implementierungsprojekt zum Fall Site Fusion heute einleitend vorstellen. Genau. Und ja, nach meinem Beitrag werden auch die Kollegen Herr Mario Kandler von Site Fusion und Herr Gregor Sieber von AppCont ihren Beitrag zum Fallbeispiel aus Sicht des Softwareherstellers und Integrationspartners vorstellen. Und genau, unterstützt wurden wir bei der Projektberatung von Herrn Christian Kohl, der ja heute auch beim Cross-Media-Forum als Moderator fungiert. Dann steige ich gleich auch schon mal ein und erzähle, wer die Reguves Fachmedien GmbH eigentlich ist. Die Reguves Fachmedien GmbH ist war ein eigenständiger Fachmedienbereich des Bundesanzeiger Verlages mit der Aufgabe, ja, hochwertig und ja, angereicherte Informationen und Inhalte gesetzesnah oder nahe dem Gesetzgeber zu veröffentlichen. Genau. Also die Reguves Fachmedien GmbH, wir bieten Informationen und Lösungen für die tägliche Praxis unserer Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Hand, damit sie die regulatorischen Anforderungen bestmöglich umsetzen können. Unser Portfolio umfasst rund 1000 crossmediale Produkte. In den Bereichen Außenwirtschaft, Vergabe, Bau und Immobilien und auch Management, Verwaltung sowie Betreuung. Mit der Ausgliederung vom Bundesanzeiger verfolgen wir verstärkt eine digitale Agenda. Heißt, wir sind bemüht, die Informationsbeschaffung für unsere Kunden komfortabler und auch zügiger zu gestalten. Hierbei streben wir unter anderem eine taxonomische Verschlagwortung als Basis zu Workflow-Lösungen an. Die nächste Folie, bitte. Ja, was hat uns dazu bewegt, das Projekt zu realisieren? Der Hersteller unseres Content-Management-Systems war nicht mehr daran interessiert, das Content-Management-System für seine Verlagskunden weiterzuentwickeln, da ihr Fokus nun auf andere Kundengruppen liegt. Somit sind wir nun die letzten Kunden, die das System für die Produktion ihrer Fachmedien nutzen, indem uns vor allem die Systemnähe unserer Autoren und Produktmanager fehlt. Ja, da uns Manuskripte zur Produktion unserer Fachmedien fast allen Datenformaten erreichen, ist es sehr herausfordernd, diese in unsere typografisch vorgegebenen Layouts umzusetzen und zu vereinheitlichen. Das spiegelt sich vor allem in unsere Satzprozesse wider, da wir viele kostspielige Korrekturen schleifen müssen und ja, angehalten sind, diese auch zu eliminieren. Die angesprochene fehlende Systemnähe unserer Autoren und Produktmanager erschwert es erheblich, unsere Produktionsprozesse zu verschlanken und zu standardisieren, welche wir ja, als sehr wichtige Instrumente erachten, um die Produktionskosten einzusparen. Und das sind auch schon die zwei Projektziele, die wir mit diesem Projekt stark verfolgen. Indikatoren oder ja, Möglichkeiten sehen wir zum Beispiel in neue Automatismen wie eine systemintegrierte Verlinkung oder neue Schnittstellen zur automatisierten Produktion unserer Online-Datenbanken und Fachportale und neue Funktionen wie ein Stichwort-Editor tragen zur Erreichung des Projektzieles Prozessoptimierung bei. Glücklicherweise ergibt sich hieraus auch die angestrebte Kosteneinsparung, da wir manuelle Aufwände eliminieren, Produktionsprozesse auf XML-Basis standardisieren können und eine Printvorschau integrieren wollen. Nächste Folie bitte. Der Auswahlprozess habe ich hier mal kurz dargestellt. Ja, aus den eben geschilderten Problemen und Zielen haben sich Wünsche und Anforderungen an das neue Content-Management-System und den Menditor ergeben, welche Teil der Projektausschreibung waren. Ja, bei den Präsentationen der Hersteller dienten diese Anforderungen als Checkliste, um die Tauglichkeit der Systeme auf den ersten Blick festzustellen. Eine erweiterte Evaluation mit einer umfassenden Entscheidungsmatrix hatte zum Ergebnis, dass Site Fusion in Kombination mit Fonto, dem Editor, unsere künftige Produktionswerkzeuge sein sollen. Und in einem ja, nachfolgenden Proof of Concept erhielten wir nochmal die Möglichkeit, unsere formulierten Voraussetzungen und Wünsche an das Content-Management-System und dem Editor an ihren Testsystemen auf Herz und Nieren zu prüfen und gegen die Entscheidungsmatrix zu validieren. Hiernach ist dann die endgültige Entscheidung gefallen.
Ja, die nächste Folie, Organisation und Durchführung. Ja, uns war es wichtig, die Projektumsetzung und Implementierung sehr nah an den Bedürfnissen unserer Autoren und auch unseren Produktionsbereiche zu halten. Deshalb haben wir das Projekt in drei Teilprojekten aufgeteilt, worin die Vertreter der Produktionsbereiche beteiligt waren. Im Team Datenpflege zum Beispiel, Datenpflege und Verwaltung, hat sich eine Auswahl an Produktmanagern aus allen unseren Fachbereichen zusammengeschlossen, mit dem Fokus, ihre Anforderungen zum Editor beizutragen. Im Team Dateneingabe waren ich und meine Kollegen aus der zentralen Produktionssteuerung beteiligt. Hier lag der Fokus auf die Vereinheitlichung der Produktions- und Herstellungsworkflows und Anpassung der Funktionalitäten des Content-Management-Systems auf unsere Arbeitsweise. Und im Team Datenausgabe ist vor allem die Ausleitung unserer Fachmedien, unsere Online-Anwendungen, auch Fachportale stark thematisiert worden. Hier ging es vor allem um die Schnittstellenbeschreibung zwischen Content-Management-System und dem Produktionssystem Xaver, welcher von unserem langjährigen Dienstleister Doctronic aus Bonn verwaltet und betreut wird und für die Verarbeitung unserer Fachmedien, für unsere Fachportale verantwortlich ist. Ja, und wie auch an Eingang schon erwähnt, hat uns Christian Kohl als Projektberater unterstützt, der mit seiner Erfahrung und Expertise ja, sich als Glücksgriff erwiesen hat. In die nächste Folie. Ja, die Durchführung des Projektes können wir so in zwei ja, große Punkte aufteilen. Ein großer Punkt war das Customizing von CyFusion und Fonto. Wie eben auch schon erklärt, hatten wir vor der Projektumsetzung eine große Menge an Anforderungen und Funktionalitäten an den System in User Stories formuliert. Die User Stories dienten zur Erklärung, welchen praktikablen Zwecken die formulierten Funktionalitäten zugrunde liegen, damit der Integrationspartner AppCont, der sich im Nachgang auch noch vorstellen darf, ein optimales Konzept zur Umsetzung erstellen kann. Diese User Stories wurden vorab priorisiert und gemäß einer ja, agilen Projektumsetzung in dreiwöchigen Sprints sukzessive implementiert. Neben den großen Themen wie Workflows, welche wir einheitlich für die Produktion unserer Fachmedien alle Fachbereichen ja konzipiert und implementiert haben, sind vor allem auch so funktionale Themen wie zum Beispiel der angesprochene Stichwort-Editor abgehandelt worden. Nächste Folie. Ja, der andere angesprochene Punkt war das Konzept der Datentransformation, um ja, unseren Datenbestand aus unserem alten oder bisherigen Content-Management-System nach CyFusion zu migrieren. Hierbei haben wir die relevanten und brauchbaren Datenstrukturen gegen das XML-Schema von CyFusion gemappt und aber auch dabei die Chance genutzt, um uns von Altlasten zu lösen und Sonderlocken zu eliminieren, die uns bisher sehr im Weg standen. Genau. Und notwendige Datenstrukturen haben wir selbstverständlich im neuen XML-Schema übernommen. Und ja, wenn wir kein geeignetes Element vorgefunden haben, dann entsprechend erweitert. Hierzu eignet sich das XML-Schema von CyFusion ganz gut, weil es sehr gut strukturiert ist und auch eine große Reihe an Möglichkeiten bietet, um Assets mit weiterführenden Daten anzureichern und komplexe Datenstrukturen abzubilden. Ja, für Details zum Hersteller des Content-Management-Systems gebe ich nun an Herrn Kandler von CyFusion weiter. Gut, dann übernehme ich soweit. Sie sollten mich eigentlich schon hören. Und ich gebe meinen Bildschirm frei. Jetzt müssen Sie meinen Bildschirm auch schon sehen. Funktioniert. Wunderbar. Gut. Paar Minuten über CyFusion als Best-of-Breed-Content-Management-System, das ja beim Regubis zum Einsatz gekommen ist nach der Evaluierung. Wir selber sind als Hersteller des Systems nun seit über 23 Jahren im Verlagsumfeld tätig mit 47 Mitarbeitern und das gesamte Eigentümer finanziert und ein paar Zertifizierungen, die wir so vorweisen können. Unsere Philosophie ist, dass wir mit unserem System für Kooperation statt für Konkurrenz stehen. Das heißt, wir binden und integrieren Lösungen, Anwendungen von verschiedensten Herstellern und versuchen diese über unsere Technologie und die Workflow Engine entsprechend zusammenzubringen, um so eigentlich immer die besten Technologien und Player am Markt, ja, im System zu integrieren und setzen hier verstärkt immer auf Standards, die wir einsetzen, um somit für unsere Verlage zukunftssichere Lösungen zu schaffen. Und das sind im Wesentlichen Fachverlage, Bildungs- und Publikumsverlage.
Und in der nächsten Folie vielleicht mal ganz ein kurzer Überblick über Verlage, die bei uns Sidefusion nutzen und einsetzen und unter anderem eben jetzt hier in Bezug auf das Projekt von Reguvis. Unsere Partner im System, die wir soweit nutzen, das sind zum einen technologischen Partner und Allianzen, neben der Datenbanktechnologie MarkLogic, eine NoSQL-XML-Datenbank, die das Herz Sidefusions bildet, kann man sagen, in der sämtliche Inhalte als XML vorgehalten werden. Des Weiteren Camunda Workflow Engine eines Berliner Unternehmens, das heißt sämtliche Abläufe im System und Prozesse und sei es nur ein Drag and Drop eines Bildes in Sidefusion, wird über BPMN-Prozesse abgebildet und ist somit enorm flexibel, anpassbar und konfigurierbar über die entsprechenden Prozesse. Als Editoren, gerade schon genannt, zum einen Fonto-Editor, aber auch der X-Editor, beides sehr, sehr gute, mächtige XML-Editoren, die wir im System angebunden haben und dann noch weitere, natürlich Word etc., die man als weitere Editoren verwenden kann und Schnittstellen zu den verschiedensten Anbietern am Markt. Das heißt, hier screenen wir immer den Markt, was gibt es an guten und Technologien und die werden entsprechend dann von uns mit im System eingebunden und angepasst. Die Integration selber des Projekts findet meistens durch Partner von uns statt. Das werden zum Beispiel CRBack Media Solutions, die Firma AppCont, die jetzt im Bereich für Reguvis die Umsetzung gemacht hat, und Firma Pagina in Tübingen sowie Datex in Leipzig. Gut, was ist Sidefusion? Sidefusion bildet den gesamten Content Lifecycle ab, was Projektplanung betrifft, was die Asset-Verwaltung betrifft, also das gesamte Media-Asset-Management von Bild-, Video-, Audio-Dateien, aber eben auch die gesamten XML-Inhalten, Strukturen mit entsprechenden Versionierungen, die Optimierung der gesamten Prozesse bis hin zu Messen des Erfolgs über Reporting, Statistiken, Auswertungen und Bereitstellen von entsprechenden Daten zu Prozessen, wie sie gelaufen sind, ob sie erfolgreich waren, etc. Und die Entwicklung von den Produkten mit entsprechendem Nutzen steht bei uns dann immer im Zentrum, unter anderem eben auch durch Verwendung von Wissensnetzen. Das heißt, wir versuchen, wir bringen Informationen, Inhalte, kleinste Asset-Bausteine über semantische Tribbles in Verbindung und können somit sehr individuell Informationen ausleiten, bereitstellen und so das, was wir heute auch gehört haben, so im Bereich der KI, auch eine Grundlage bieten, um auf der Basis weitere schöne Lösungen realisieren zu können. Und weil es ja im Thema heute geht, um das effektiv, autorenfreundlich, es gibt relativ neuen Bereich in Sidefusion. Da geht es um das Sidefusion-Portal, denn wir haben so im Laufe der letzten Jahre festgestellt, Autoren mögen es immer relativ einfach, wobei nicht nur Autoren, sondern auch andere Rollen, die entsprechend mit dem System arbeiten. Und im Laufe der Zeit bei der Entwicklung eines Produkts entstehen sehr viele Funktionalitäten, Features, Möglichkeiten, die man natürlich in der Summe benötigt, aber eine abgespeckte Sicht auf eine Anwendung ist dennoch erforderlich. Und mit dem Sidefusion-Portal bieten wir eben die Möglichkeit, einen Ausschnitt lediglich anzubieten, möglichst wenig Informationen, eigentlich den Fokus rein auf den entsprechend integrierten Editor abzubilden und über eine einfach intuitive Oberfläche in einen Workflow-Prozess eingebunden zu sein, aber dennoch nur einen ganz kleinen Part wahrzunehmen. Und ich werde das Ganze hier mal kurz in der Live-Anwendung aufzeigen. Das heißt, innerhalb Sidefusions, wenn ich jetzt im System selber bin, habe ich ja relativ viele Möglichkeiten. Ich habe meine Umgebungen für lose Blattwerke, für Gesetzestexte, für Gesetzblätter, für Rechtsprechungen, Vorschriften, Bücher, Zeitschriften etc. Ich habe innerhalb eines Produkts, und da habe ich mir so ein Beispielprodukt für heute einfach mal angelegt. Das heißt, innerhalb eines Produkts habe ich neben meiner Struktur des Produkts auch einen Überblick über die entsprechenden Abläufe und Prozesse, die ich natürlich auch ausblenden kann. Dennoch habe ich sehr, sehr viele Informationen, das heißt die gesamten Prozessschritte für die Herstellung, für das Lektorat. Ich habe Metainformationen zum Produkt, die auch nur bestimmte Rolle benötigt. Ich habe den gesamten Bereich der Nutzungs- und Verwertungsrechte, das heißt, wer hat welches Recht an welchen Inhalten, sei es von Abbildungen, einzelnen Textdokumenten, Fremdtexten etc., die in einem Produkt vorkommen. Und
All das sind natürlich Informationen, die nicht unbedingt ein Autor dann sehen will, wenn er zum Bearbeiten, zum Editieren ins System geht. Deswegen sind Autoren dann auch lediglich über ein eigenes Interface angebunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal anschaue, da gibt es in einem Workflow-Prozess, sehe ich, es gibt einen Schritt Manuskript bearbeiten, der mit dem Autor verknüpft ist. Ich kann mir auch per Klick anzeigen lassen, welche Dokumente das sind. Das heißt, zwei Dokumente befinden sich jetzt im SciFusion-Portal zur Bearbeitung für den Autor. Das heißt, der Autor bekommt die Information und geht über einen Link auf eine Seite, in der er lediglich das Produkt sieht, für das er Zugriff hat und auch lediglich seine beiden, in dem Fall Dokumente, die er im System dann bearbeiten kann. Das heißt, der Autor öffnet lediglich eine schlanke Oberfläche, hat hier die Möglichkeit, natürlich über eine Preview sich das Dokument anzusehen oder sofort hier, Achtung Virus in Vertex, das Dokument in dem Fall als Word-Dokument zu öffnen, zu bearbeiten und im System dann wieder zu speichern und auch im Workflow-Prozess weiterzugeben. Das heißt, der Autor macht nicht viel, gibt nur dieses Dokument entsprechend weiter, sagt, ich habe das abgeschlossen, das Dokument ist erledigt und im System selber innerhalb SciFusion ist dann dieses Dokument im Workflow im nächsten Prozess, in dem Fall Manuskriptprüfung im Bereich des Lektorats, die sich dann dieses Dokument, dieses Manuskript anschauen können, je nachdem, wie ich den Prozess definiert habe. Das wäre jetzt ein Beispiel Word. Ich kann aber auch hergehen und ein gesamtes Produkt unmittelbar mit einem Klick im Editor öffnen. In dem Fall, wie bei Reguvis integriert, der Fonto-Editor. Das gleiche auch mit X-Editor natürlich möglich. Das heißt, ich habe hier dann mein gesamtes Produkt als XML, das ich bearbeiten kann. Habe an dieser Stelle entsprechend das Dokument, bearbeite und editiere mein Produkt und speichere das Ganze wieder weg und schließe dann diese Aufgabe, die ich dann bearbeitet habe, ab und bin fertig. Das ist so das Wesentliche und das weitere Nebeneffekt des SciFusion Portal ist eigenständige Anwendung, die in einer eigenständigen Infrastruktur läuft. Das heißt, sollte doch mal ein Autor oder jemand sein Passwort verlieren oder sich irgendeine andere Sicherheitslücke auftun, sind irgendwelche Angreifer lediglich in einer kleinen Ansicht. Das heißt, sie können nichts an ihrem Gesamtsystem in dem Gesamt-Content-Repository zerstören oder Schaden anrichten und die Kommunikation läuft über eigens gesicherte APIs. Somit ist das Thema Sicherheit und Datenschutz auch nochmal sehr stark im Vordergrund, was dieses Portal betrifft. Ja, das mal so zu der Lösung. Das heißt, Einbinden einer einfachen, intuitiven Oberfläche mit möglichst wenig Buttons, am besten nur 1-2 Klicks, um die entsprechenden Rollen teilhaben zu können. Dennoch im System selber viele Möglichkeiten, die ich dann als Power-User dann entsprechend ausschöpfen kann. Ja, und die gesamte Integration bei Reguvis wurde ja durch einen unserer Partner Firma AppCon durchgeführt und da übergebe ich jetzt an den Gregor Sieber, der ein bisschen was zur Gesamtintegration und Ablauf bei Reguvis erzählt. Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja. Super. Ja, passt. Perfekt. Hallo, Herr Sieber. Hallo, dann teile ich jetzt auch noch kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, meine Präsentation ist im Vollbild zu sehen. Bitte eine kurze Bestätigung. Ja, alles gut. Passt, alles perfekt. Wunderbar, super. Also ich habe ein paar Punkte, über die ich heute jetzt gerne noch ergänzend sprechen möchte zu diesem Thema. Ich werde kurz damit starten, Ihnen einfach kurz darzustellen, wer der Firma AppCon ist, von welchem Background wir kommen und wie wir auch zum Thema Publishing kommen. Daraus hinaus möchte ich dann gleich hineingehen in die Bereiche, von denen wir jetzt gerade sehen, dass eben Verlage wie Reguvis als Zukunftsthemen sich auch irgendwo anheften und was praktisch technologisch jetzt auf der Basis von Produkten wie SciFusion eben ermöglicht wird.
Und dann möchte ich natürlich, wie es der Mario Kantler gerade auch angekündigt hat, noch ein bisschen was erzählen zu dem, wie wir in dem Projekt gearbeitet haben, um Ihnen da ein paar Punkte mitzugeben, wenn Sie eben Ähnliches vorhaben, ja, dass Sie einfach ein paar Anknüpfungspunkte haben, Best Practices haben, die sich auch hier wieder bewährt haben in der Zusammenarbeit. Ganz kurz, wer ist die Firma AppCont? Wir sind eine Unternehmensgruppe, die sich als Full-Service-IT-Dienstleister versteht. Das heißt, wir entwickeln Softwarelösungen im Bereich Enterprise-Lösungen, im Bereich Big Data Analytics und Mobile. Wir können die betreiben, wir können die gesamte Beratungsleistung außenrum abdecken, sowie Qualitätssicherung natürlich. Und wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich Nutzerkommunikation, Frontend Design und Prototyping. Und das Ganze im Familienbesitz, kontinuierlich wachsend seit dem Jahr 2001 mit aktuell ungefähr 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich über unsere Standorte verteilen mit unserem Hauptsitz in Wien. Dort haben wir zwei Offices, einigen Filialen über Österreich, um diesen regionalen Markt gut abzudecken und auch zwei Filialen in Deutschland und schlussendlich auch in Johannesburg in Südafrika, sodass wir eben auch über die Dachregion hinaus unsere Kunden gut servicieren können. Ja, wir als IT-Dienstleister haben eine sehr breite Palette an Kunden. Also wir haben an sich keinen Branchenfokus. Ich habe hier ein paar Logos mit draufgegeben. Also das zieht sich wirklich quer durch die Bank von Finance bis zu Consumer Goods. Wir haben aber eben schon sehr lange den Bereich Publishing als einen unserer Schwerpunkte auch im Portfolio. Und da habe ich Ihnen jetzt auch einfach ein paar Kundenlogos draufgegeben, über die wir hier in der Öffentlichkeit sozusagen reden dürfen, für die wir schon erfolgreiche Projekte abgewickelt haben. Sehr wichtig eben vor diesem Hintergrund sind uns die Partnerschaften mit einerseits MarkLogic. Das hat für uns auch ist bei uns, also für uns wirklich sehr eng verwoben mit dem Thema Publishing, und mit SiteFusion, die ja zu unserer Freude auf MarkLogic aufsetzen und dort ein Best-of-Breed CMS seit einigen Jahren sehr erfolgreich am Markt vertreiben. Ja, jetzt möchte man sich eben fragen, wie kommt ein IT-Dienstleister wie die AppCont, der grundsätzlich jetzt Java und .NET-Entwicklung macht, dazu, sich auch auf den Bereich Publishing zu spezialisieren. Sie sehen also hier so unser Technologieportfolio, mit dem wir sehr regelmäßig arbeiten. Das hängt eben sehr stark damit zusammen, dass wir auf MarkLogic als Technologiebaustein in diesem Bereich setzen. Und das ist eben jetzt auch sehr wichtig vor dem Hintergrund von dem, was wir bei Reguvis gemacht haben und auch was wir bei anderen Verlagen machen, ja. Mit der Datenbank MarkLogic, die eben sehr stark auf XML spezialisiert ist, haben wir eben die Möglichkeit, nicht nur einfach Daten zu speichern oder zu managen, wir können sie auch direkt durchsuchen, und das haben wir ja auch in dem Vortrag von Frau Kraft schon gehört. Suchen ist ein sehr wichtiges Thema, wenn man spannendere Lösungen mit Content anbieten möchte. Wir können aber nicht nur suchen, sondern mit den Daten auch transaktional agieren. Das ist also wichtig, wenn ich jetzt nicht nur Dokumente habe, sondern auch andere Informationen speichern möchte, die nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sind, wo ich eine ganz exakte Information haben möchte, ist ein Prozess jetzt schon abgeschlossen oder nicht. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich das Wichtigste hier, wir haben auch die Möglichkeit, zu diesen Daten zusätzlich noch semantische Informationen in Form von Triples hinzuzugeben. Das heißt, wir können eigentlich den Anwendungsfall von der Ablage von wirklich Inhalten, also kompletten Dokumenten mit fein granular aufbereiteter Struktur, deren Verwendung auch in transaktionalen Prozessen bis hin eben zur Anreicherung mit semantischer Information in einer Lösung abbieten. Was man auf dieser Folie jetzt nicht sieht, und das ist auch ganz spannend, wir können in der Datenbank sogar Machine Learning unterstützen. Das heißt, auch dafür brauchen unsere Kunden jetzt nicht noch extra irgendwas aufsetzen. Und das ist sehr wichtig, denn unsere Kunden sind ja Verlage und nicht Startups, die damit leben wollen, dass sie in drei verschiedenen Cloud-Service-Providern diverse Container hoch und runter fahren, um diese Szenarien abzudecken, sondern man möchte ja eine IT-Landschaft schaffen, die langlebig ist und auch einfach zu warten ist für unsere Kunden. Und eben eng verwoben mit MarkLogic sind unsere Erfahrungen im Bereich des Verlagswesens. Und unser Fokus war eigentlich dort immer bei dem Thema Content Delivery Applikationen oder Informationsapplikationen, die dann MarkLogic als Basis verwenden. Ja, das heißt, Sie können sich das so vorstellen, auf der einen Seite werden sehr verschiedene Datenquellen dort reingefüttert. Also das sind einerseits natürlich die tatsächlichen Inhalte, die von Autorinnen und Autoren bereitgestellt werden, aber das können auch ergänzende Inhalte sein, die noch zugekauft werden oder aus dem Web gezogen werden. Die Inhalte werden dort angereichert, zum Beispiel durch Taxonomien.
und können dann natürlich in Echtzeit wieder ausgeliefert werden an Applikationen, die sich das eben zunutze machen, dass sie mit MacLogic im Hintergrund eine Suchmaschine eingebettet haben, die nicht nur Volltextsuche kann, sondern auch wirklich ihre ganz granularen Annotationen im XML verwenden kann. Und dass wir dort eben auch gleich sowas wie eine semantische Inferenz, also ein Porsche ist ein vierrädriges Auto als Beispiel, mit abdecken kann, um Applikationen drauf zu bauen. Und wie wir eben schon gehört haben, seit Fusion setzt ja auch auf MacLogic auf. Das heißt, wir haben dort wirklich die Möglichkeit, auch direkt aus dem CMS raus diese Semantik eben mit zu benutzen. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, was meinen wir mit Semantik? Also schlussendlich geht es ja immer um Begriffe, um eine Liste, Hierarchie von Begriffen, die ich mir vordefiniere mit ihren Bedeutungen, mit ihren, vor allem auch mit ihren Beziehungen. Und diese Beziehungen sind nicht nur wichtig jetzt zwischen den verschiedenen Begriffen, die meine Domäne beschreiben, sondern ich möchte ja meine Dokumente mit diesen Begriffen verknüpfen, also eine Art Verschlagwortung machen, die sich aber wirklich auf Bereiche des Textes bezieht. Und ich möchte in der Regel auch Entitäten in meinen Texten finden, also seien das jetzt Personen, Firmen oder eben andere Begriffe aus meinem Domänenvokabular, wie beispielsweise Krankheiten oder Rechtsbegriffe. Anhand dieser Konstellation kann ich dann eben Bedeutungen ableiten und ich kann auch sehr gut eine Suche unterstützen, da ich praktisch über das einzelne Stichwort, das praktisch an der Oberfläche ist, also diesen einzelnen Suchbegriff, den ich eintippe, hinausgehen kann, weil ich Synonyme damit abdecken kann, weil ich Ober- und Unterbegriffe damit abdecken kann. Und das Ganze ermöglicht es uns eben in Richtung elektronisches Produkt zu gehen, eigentlich automatisch mit den Inhalten, die ich jetzt in MacLogic und SiteFusion drin habe. Ja. Das heißt, ich kann Webseite, Web-Applikationen damit bespielen. Ich kann für meine Kunden ganz neue Arbeitswerkzeuge schaffen, in Richtung Subscription Services denken und ich kann eben auch direkten Kundenkontakt ermöglichen zu meinen Endkunden, um mir von dort auch wieder Analytics beispielsweise zurückzuholen. Ja. Das heißt, Informationen über das Kundenverhalten, was mir dann beispielsweise auch die Möglichkeit schafft, Recommendations zu erzeugen, so wie wir es in dem Vortrag zum Thema KI heute auch schon gesehen haben. Ja. Es ermöglicht mir auch, Content Reuse zu betreiben. Also das heißt, was will ich da machen? Kleinste sinnvolle Einheiten meiner bestehenden Inhalte schneiden, diese nach verschiedenen Dimensionen neu zusammenstellen. Ja. Dort greifen wir dann sehr stark zurück auf die semantische Information, also auf die Metadaten, die wir generiert haben. Und mit Hilfe dieser Annotationen, dieser Metadaten, kann man automatische Paketierung vorantreiben und hat natürlich die Möglichkeit, auch Cross-Selling zu betreiben. Das heißt, Inhalte, die eigentlich in anderen Werken bisher gebündelt waren, zu einem bestimmten Werk hinzuzuverkaufen. Ein anderes Thema, das sich sehr gut darauf aufbauen lässt, auf diese Bestandteile, ist natürlich das Thema E-Learning. Was versteht man unter E-Learning? Das heißt, meistens geht es darum, hier spezielle Lerneinheiten zu den Inhalten, die man schon hat, hinzuzuerzeugen. Da ist natürlich die Herausforderung, diese gezielten zusätzlichen Inhalte auch bereitzustellen. Die lassen sich aber eben auch wieder anhand der Metadaten sehr gut zu den bestehenden Inhalten verknüpfen, sodass man die Möglichkeit hat, das haben wir eben für andere Kunden auch schon so gemacht, ja, auch zum Teil eben automatisiert Training-Sessions zu erzeugen, wo wir bestimmte Artikel und E-Books, Anweisungen, multimediale Inhalte und diese Lerneinheiten und Prüfungen in einem dann eigentlich automatisch in den Applikationen ausliefern können. Und zu guter Letzt vielleicht auch noch so ein Ausblick, was auch sehr spannend sein kann für Verlage, ist eben in Richtung der API-Economy zu gehen. Das heißt, da geht es ja hier um einzelne Inhalte wirklich vollautomatisiert auffindbar und abrufbar zu machen, eher in einem B2B-Kontext. Das heißt, dass Sie Ihr Produkt in andere Produkte oder Webseiten einbinden. Der Aufruf erfolgt damit praktisch normalerweise durch Nutzung von Fremdseiten. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass man die notwendigen APIs hat, wie sie SiteFusion hier bietet, dass man die Möglichkeit hat, das eigene System auch so zu skalieren, dass es in dieser automatisierten B2B-Economy mitspielen kann und dass man eben auch über entsprechende Metadaten und Annotationen die Daten granular genug bereitstellen kann, um sie überhaupt sinnvoll für andere verwertbar zu machen.
Das ist so ein bisschen der Ausblick. Das alles ist sehr gut möglich mit diesem Grundstein, den wir jetzt hier auch bei Regus gelegt haben, mit Hilfe von ArcLogic und SiteFusion. Jetzt möchte ich vielleicht zum nächsten Thema nochmal kommen. Autorenfreundliches System haben wir uns vorne draufgeschrieben, auf den Anfang der Präsentation. Was macht denn ein System autorenfreundlich? Und ich glaube, wenn man da drüber nachdenkt, dann landet man immer sehr schnell mal beim Editor. Das heißt, darin, wo eben die Autoren dann eigentlich ihren Alltag verbringen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass das Ganze schön aussieht und die grundsätzliche Usability hoch ist, also so Themen wie Copy-Paste und so weiter, sondern schlussendlich geht es eigentlich immer darum, dass man die Inhalte, an denen die Autoren wirklich arbeiten, auch in ihrer Vollständigkeit abdecken kann. Und da haben wir eben jetzt hier auch mit Regmovies ein paar Aspekte gehabt, wo ein Standardprodukt wie Fonto XML natürlich nicht von Haus aus dafür bereit ist, ja, sondern wo wir als Integrator dann eben eine Anpassungsleistung vorgenommen haben. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Beispiele zeigen, dass man das so, dass Sie das auch so sehen können, in welchem Bereich wir als AppCont hier tätig werden. Ein Thema, das wir in dem Projekt gehabt haben, waren so besondere Tabellenformate. Und das ist, glaube ich, eher auch ein Klassiker eigentlich, der sich über verschiedene Verlage mit Sicherheit zieht. Wenn man mal mit so tabellarischen Daten arbeitet, dann ist das ja meistens nicht wie eine Word-Tabelle, wo man jetzt einfach nur sagen möchte, ja, das ist eine namenlose Spalte und eine namenlose Zeile, sondern da steckt ja sehr viel inhaltliche Information drin, in welcher Spalte das jetzt wirklich ist, mit der ich vielleicht an anderen Stellen auch irgendwo arbeiten können muss. Und deshalb gab es hier genau für das Thema Gefahrguttabellen, ich habe jetzt nur so einen kleinen Screenshot mal eingefügt, keine Demo jetzt an dieser Stelle, wurde auch die Entscheidung getroffen, das will man nicht einfach nur als normale Tabelle handhaben, sondern wir brauchen eigentlich eine XML-Struktur, die darunter liegt, die das wirklich inhaltlich gut abdeckt. Und gleichzeitig wollen wir die Usability haben, dass es in Fonto XML eben gut zu verwenden geht. Und das sind eben auch Dinge, wenn man jetzt ein Standardprodukt wie Fonto und SiteFusion anschaut, das wird man immer irgendwo an die Bedürfnisse des einzelnen Verlags anpassen müssen, um eben von der Bedeutung der gespeicherten Inhalte und der Usability hier wirklich auch ein Optimum zu erreichen. Also das macht keinen Sinn, solche Ansätze zu standardisieren. Ein anderer Punkt. Kurz intervenieren, wir haben jetzt 14 Uhr. Bitte noch ja. 5 Minuten. Ja, passt gut. Danke. Perfekt, danke. Ja. Ein anderes Beispiel ist das Thema Fußnoten. Vielleicht auch nur ein kleiner Punkt, den wir hier verbessert haben. Da geht es eben darum, dass man beim Anlegen von Fußnoten auch wirklich automatisch Verweise auf die Fußnoten hinunter erzeugen kann, aber auch die Nummerierung dennoch selbst anpassen kann. Einfach basierend auf bestehenden Werken ist das ein Feature, das hier notwendig war. Ähnlich bei Stichwörtern, dort kam auch die Anforderung auf, dass man die Stichwörter nicht nur mit dem Standardmechanismus, wie er SiteFusion bietet, verwalten möchte, sondern auch über Dokumente hinweg verschiedene Stichwörter bearbeiten können möchte. Das ist eine Erweiterung, die hier gut möglich war. Und ein anderes Beispiel für ein Feature, das wir hinzugefügt haben in der Zusammenarbeit, ist die Möglichkeit für freie Listenkonfiguration. Sie sehen jetzt hier einfach mal zwei Beispiele, sehr einfache davon. Klassischerweise, wie Sie das kennen aus Editoren, wenn man einmal anfängt mit einer Nummerierung, wird die ja fortgeführt. Wir haben aber hier die Möglichkeit gebraucht, das zu überschreiben oder auch eben beliebige Zeichen sozusagen als Aufzählungszeichen zu nehmen. Die kann man jetzt einfach markieren und in der Liste weiterverwenden. Ja, ich habe auch gesagt, ich gebe Ihnen noch ein paar Best Practices mit, die sich auch in diesem Projekt bewährt haben. Wir haben ja heute schon viel gehört über agile Umsetzung von so Projekten. Ich denke, wir schlagen da in eine ähnliche Kerbe wie die Vorträge vor uns. Wichtig ist aus unserer Sicht einmal zunächst, dass man das Thema agil auch irgendwo ernst nimmt und sich auch intern überlegt, welche Ressourcen brauche ich denn bei mir im Unternehmen? Denn was schlecht ist, wenn man immer nur so einen kurzen Entwicklungszyklus hat und dann sehr lange braucht, um sich im Unternehmen selbst wiederzufinden. Und um das ganze Projekt gut loszustarten, empfiehlt es sich aus unserer Sicht, und das hat hier auch wieder hervorragend geklappt, so etwas wie eine Product School, zufällig ein passendes Bild gefunden, am Anfang zu machen. Wie kann das aussehen? Also das geht darum, den Integrator möglichst früh an Bord zu holen auch, ja, und Workshops zu machen mit ihrem Team, in denen man versteht, was das ausgewählte Produkt kann, ja, um einfach Reibungspunkte zu vermeiden, wo man vielleicht irgendwie auf einer anderen Ebene denkt oder versucht, etwas mit einem anderen Weg zu lösen,
als es eigentlich im Produkt schon vorgesehen ist. Ja. Das kann einem sehr viel Zeit und Geld später dran ersparen und eben in diesen Workshops anschauen, was kann das Produkt, welche Anforderungen habe ich, die Stories wirklich auch nochmal neu überarbeiten und auch den Integrator dabei hinzuziehen. Das hat auch in diesem Projekt wieder wunderbar geklappt. Ein anderes Thema ist das Thema Anforderungen. Es ist natürlich klar, dass man für eine Produktauswahl einen langen Katalog von Anforderungen irgendwo mal erstellt, um eine Entscheidung treffen zu können. Wichtig ist aus unserer Sicht trotzdem, die vielleicht so ein bisschen über Bord zu werfen, wenn man sich für ein Produkt entschieden hat und sich nochmal von vorne anzuschauen, was kann das Produkt jetzt wirklich? Das hat sich vielleicht auch weiterentwickelt, seitdem ich die Produktauswahl gemacht habe. Ja. Und wirklich hoch priorisiert, einfach mal mit den Themen zu starten, die aktuell wichtig sind. Man wird dabei dann schnell feststellen, dass vielleicht viele der Anforderungen, die man bekommen hat, sich überhaupt nicht mit der Realität decken, sondern eigentlich nur spezifiziert wurden, weil jemand vielleicht geglaubt hat, wenn ich es jetzt nicht hinschreibe, dann bekomme ich später kein Budget dafür. Ja? Oder es wurde hingeschrieben, weil man Sorge hat, dass der Prozess sich dann so ändert, dass sich vielleicht das eigene Arbeitsleben dadurch ändert. Viele andere Gründe können da drin sein, drinstecken. Dritter Punkt, das Thema Stakeholder-Einbindung. Aus unserer Sicht ist es wirklich wichtig, das hier nicht so als Elite-Team zu sehen, das Projektteam, sondern eine breite Basis zu schaffen, vielleicht auch eine Stimmung eher wie in diesem Lagerfeuer, wo man über die Themen wirklich mit allen reden kann, also auch wohlgesonnene Autoren ins Boot holen. Denn was man gerne sieht, wenn man Best-of-Breed-Projekte macht, also eben sowas auswählt wie seit 5, man sagt, Best-of-Breed-Content-Management-System, das ist das Beste am Markt und das nehmen wir jetzt, ja, dass man dann sagt, ich stelle meinen Nutzern so einen Porsche hin, ja, und mit dem sollen sie dann zufrieden sein. Und das widerspricht ein bisschen dieser Chance, die wir jetzt haben. Denn meistens ist es ja so, dass die Benutzer, also Autoren und auch ihre internen User, jetzt seit Jahren ein System vorgesetzt hatten, an dem sie nichts ändern konnten. Und jetzt machen wir das Gleiche wieder, nur in der Annahme, dass es das beste System ist. Also das ist ein Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte. Und das hat auch in diesem Projekt wieder gut geklappt, eben von Anfang an sehr breite Stakeholder mit einzubeziehen. Damit kann man jede Menge Kosten sparen, Frustration sparen und auch natürlich jede Menge Begeisterung für das Projekt selbst auslösen. Ja, das ist auch dann das Ende meines Beitrags. Ich habe hier nochmal die Kontaktdaten draufgegeben, auch von allen, die beteiligt waren. Vielen Dank an meine Mitsprecher und gebe zurück zu den Fragen. Ja, vielen Dank an das Team. Bei Herrn Kantler nochmal wunderbar, der Kronleuchter im Hintergrund. Ja, haben Sie Fragen? Ja, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten. Mir liegt natürlich die Frage auf der Zunge, inwieweit Sie diese fantastischen semantischen Möglichkeiten wirklich auch nutzen für die Produktentwicklung oder Produkterweiterung. Das ist sicherlich so eine Frage, die viele interessiert, denn das ist ja etwas, was noch lange kein Standard ist. Ich weiß nicht, kann das jemand aus dem Team beantworten? Ich denke, Mario, das wäre vielleicht eigentlich wirklich aufgelegt. Ja. Herr Kantler, gibt es da schon mit den Redaktionen eine Arbeit oder sehen Sie diese Möglichkeiten schon? Die sehen sie also vor allem sehr stark im Bildungsumfeld wird es genutzt mit Informationen, wo ich ja Bausteine habe, Aufgaben, ich habe Übungen, die miteinander verknüpft werden und in Relation stehen. Da geht es um Schwierigkeitsgrade, um Klassen, Schulformen und die entsprechend dann durch diese Wissensnetze verknüpft werden und somit auch bei der Stellung von neuen Arbeitsblättern oder in Kopiervorlage, die erstellt werden soll, zu einem bestimmten Thema entsprechend die richtigen Informationen vorgeschlagen werden. Also das ist so das erste Thema, wo sich viele Bildungsverlage schon damit beschäftigen. Ja. Natürlich naheliegend und parallel auch im Bereich der juristischen Information natürlich Gesetzestexte, Rechtsprechung, Normenkette, Beinerechtsprechung, das entsprechend miteinander mit Wissen zu verknüpfen. Also wirklich dynamische Verknüpfungen, die kein Mensch macht, sondern die sich aus der Wissensdatenbank ergeben und dann on the fly vielleicht ein Arbeitsblatt generiert wird, das bestimmten Voraussetzungen entspricht und dann die Inhalte sich generieren. Da wunderbar. Also nochmal vielen Dank für diese spannende Präsentation. Danke an SiteFusion für das Sponsoring, wie immer, und für diesen sehr, sehr interessanten Fall, mit dem man bestimmt noch länger reden kann. Also für Fragen stehen die Referenten alle zur Verfügung. Wir werden die Charts auch im Nachhinein publizieren. Dann können Sie auch die Kontaktdaten nochmal sehen, wer sich hier nochmal im Detail vertiefen möchte, vor allen Dingen auch zum Thema
semantische Aufbereitung von Inhalten, was immer noch ein großes Neuland oder ein zu eroberndes Gebiet ist.